Was machst du, Lukas? Mit meinem Mod-Schwamm. Worum geht's? Worum geht's? Warum Stream? Was hast du vor? Ich hatte mir überlegt, meinen Schwanz in die Kamera zu halten. So, erster Vlog-Test. Ja, die PCs sind aus, wie kannst du denn dann arbeiten? Mein MacBook. Mit deinem MacBook? Hast du eins mitgenommen? Stolz auf dich, mein Baby. Oh, Alter. Oh, so eine schöne Frau. Oh. Oh. So, Leute, erster Vlog. Wir fahren gleich hier Richtung Kunstadt Innenstadt irgendwo. Der gute Viktor Koch. Jonas ist auch schon da. Nina kommt auch mit. Und Lukas. Was geht ab? Ist das der U-Bahn? Ja, safe. Die parken immer da vorne. Oh, die sieht so schön aus in der Kamera. Danke, Mimi. Schade, sonst nicht. Oh, oh mein Gott. Nicht 2 Sekunden früher. Was passiert? Da war gerade ein Flatter. Pass auf, du bist auf der Straße, Bro. Da war gerade ein Flattervieh hier drauf. Ich hab was anderes fallen lassen. Hi. Hey, Kevin. Hi. Hi, I'm Robine. Hi, I'm Lucas. Nice to meet you. Ella. Hi, Ellie. Hi. Nice to meet you. So viele Menschen, Digga. Kann das nicht. Geh du mal vor. Sag du mal halt Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hello. Mein Name ist Kevin Mongers und ich zeige euch heute meine Code. Guck mal hier auch mit dem, guck mal hier mit der Kerze auch. Voll schön. Ja. Ja, wenn ein bisschen Licht ist, dann sieht man das gut. Yo, Victor, thank you very much for the nice ja, cooking, warte mal. Man. Nein, ich muss nochmal machen, weil ja, jetzt also mit Gegenlicht. Bereit? Victor, thank you so much for the nice cooking, man. Unser Sterne-Call. Our star cook from Madeira. Yeah, yeah, Victor. Das ist übrigens Jonah Pusher, YouTuber. Ja, kennt ihr? Hi. Was? 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 Okay, Jonah, wir müssen uns verabschieden für den Vlog. Richtig nice Hängematte. Danke fürs Licht, Lukas. Zeig mal. Danke fürs Licht, Bro. Jonah. So, wir haben heute wichtige Sachen besprochen, ne? Wichtig. Einiges geht demnächst. Boah, auf YouTube werden wir so viel Content bringen. Das ist unglaublich. Hallo. Ne? Uber ist schon da, Leute. Ich pack jetzt mal meine Hose hier. Hallo. Sexuelle Belästigung, aber mir gefällt's. Boah, Digga, ich kann nicht mehr. Digga. Ich sag dir ehrlich, kann nicht mehr, Digga. Boah, ey, wir sind einfach diesen ganzen Weg da runtergegangen. Oh, dieser Weg wird steinig und. Ja. Digga, wie viele Real Talk-Videos möchtest du in der nächsten Zeit noch filmen? Ah, keins. Gut. Ey, Lukas, wir müssen Real Talk noch mal unten was drehen. Ich hab was vergessen, ohne Scheiß jetzt, doch. Nein, niemals. Nicht mehr für Geld. 200 Euro. Komm. Sesam, öffne dich. Ich hier. Boah, das hat voll perfekt gepasst, Digga. Hier ist so heftiges Licht. Stell dir mal hin. So, Freunde, die Vlog-Zeit beginnt. Wir warten jetzt auf den Uber und dann fahren wir in die Innenstadt zu Jonah und drehen auf deinen ganzen Spand ein Video. Ja, Jonah, wie geht's dir hier so auf Madeira? Nee, ist gut. Ich habe gestern Auto kaputt gefahren. Echt? Ja, ich habe ein Zix-Auto gemietet und bin rückwärts in der Mercedes reingefahren. Bist du komplett Vollkasko? Also musst du gar nichts blechen, oder? Nee, ich habe 2.600 Euro Eigenbeteiligung. Du musst 2.600 Euro selber bezahlen? Du hast einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ach, du bist so ein schlechter Autofahrer. Holy, du hast doch ein fucking Digga, das hat nicht gepiept. Du hast doch, ja, aber Digga, das hat nicht gepiept. So, die Ausrede, warum es kaputt ist, ja, das hat nicht gepiept. Es war Mercedes, ich habe beide Türen erwischt. Jo, keine Werbung oder so. Ist hier gerade getrunken. Das schmeckt 1:1 wie Kaugummi. Absolut widerlich, nie wieder. Hallo, junge Dame, mein Name ist Kevin Hilton. Ja, Leute, wie ich versprochen habe, gibt es einen schönen Party-Vlog. Ich bin gerade mit Lukas gekommen, wirklich gerade. Und Jonah, wie geht's dir? Zwei Verteidigung. Ja, wie geht's dir? Prächtig. Du siehst so nüchtern aus, Jonah, stimmt? Ja. Ja? Kevin, hast du schon getrunken heute? Ich muss sagen, du getrunken? Ich bin auch komplett nüchtern. Ich bin gerade erst gekommen. Ich auch. Wenn du nicht seit 12 Uhr trinkst, dann bleib jetzt kurz ernst. Du darfst jetzt nicht lachen, wenn du seit 12 Uhr nicht schon mit der Kollegin trinkst. Ibi! Deinen Eurer! Ich bin so unglaublich hyped auf Madeira. Jonah hyped uns seit einem halben Jahr, dass wir unbedingt nach Madeira kommen sollen. Okay, ist unser erster Tag. Ich hab echt das Gefühl, Jonah, du bist schon ein bisschen angetrunken. Ich geh's zu, ich hab kurz von dem Bier in den. Wenn ihr euch fragt, warum sind die alle nackt, keine Ahnung. So Leute, dieser Typ ist einfach irre, denn was hast du gesagt? Du möchtest. Also ich möchte wieder wacher sein. Kein Problem. Ich hab nach dem Schärfsten gefragt, was hier da ist. Die Soße. Also.
Ich würde das nicht für Jonah. Ich würde das nicht für 100 Euro machen. Lass ihn. Lass ich würde das nicht mal für 100 Euro machen. Und ich mache einiges. Oder. Oh shit. Oh shit. Instagram. Oh shit. Warte. Oh, ja, noch ist okay. Oh shit. Okay. Oh shit. Oh shit. Hey, würdest du für 50 Euro einen ganzen Teelöffel nehmen? Ja. Sofort? Ja. Okay. Nein. Ein ganzes no, was? Nein. Robert, nein. Zieh einfach durch, gehst du 50 Euro. Cash in die Hand, Bruder. Was, 50 Euro? Was geht hier ab, Mann? Elina, was hast du dir eigentlich gedacht, als du reingekommen bist und ich dachte so, scheiße, warum sind eigentlich alle Junge Kamera frei? Ich hab Jonah gerade eben gefragt, warum sind hier alle nackt? Ja, kannst du bitte mal hier Augen zumachen? Ich habe gerade 50 Euro dafür ausgegeben, dass jemand einen ganzen Teelöffel von dieser scharfen Soße. Der war so voll, er ist sogar ausgelaufen, der Teelöffel. Wenn man nicht mehr Casino gehen kann, muss man sich irgendwie anders das Glück spielen. Das sehe ich genauso, Baby. Markus. Es ist absolut schön, ne? Ja. Aber mit Wi-Fi geht und mit dem Code noch rein, 10 Spaten. 50 Euro für einen ganzen Löffel. Abfahrt, komm her. Tore wird für 50 Euro von dieser schaffen sie wirklich spicy. Ist der wirklich spicy? Einen ganzen Teelöffel. Er ist immer noch am Sterben, Alter. Und er kann das, glaube ich, besser als ihr. So, der Teelöffel ist gefüllt. Tore, du weißt, dass es schlimm ist, ne? Ja, ich weiß. Ich muss. Pass auf, ich muss verarbeiten jetzt. Tore, ich hab Angst. Okay, let's. Ich werde danach direkt. Wie geht es dir? Ich kann es ganz gut verarbeiten. Kommt der Schmerz langsam? Von ganz hinten raus, ja. Du arbeitest hier nach oben vor. Von 1 bis 10, wie ist es gerade? Scharf. Es wird immer schärfer. Ja, ja. Sobald du trinkst, ist die Wirkung weg. Du musst schon gucken, wie lange du aushältst. Nein, das will ich gar nicht. Ist schon so schlimm. Oh mein Gott. Es wird immer schärfer. Das ist ja schlimmer als ein Casino hier, Alter, wirklich. Ja, von dem Geld lass ich mich nachher einfach einladen, easy peasy, Digga. Lukas? Ja. Was ist hier eigentlich wieder los? Ich weiß es nicht, Ausnahmezustand. Victor? Servus. Profi-Koch? Servus. Baby, das mit dir und mir geht viel zu weit.